bei solchen Wetteraussichten machen wir besonders gern weiter. Hallo zu Rosant, willkommen zur Sendung heute. Und passend zum fast schon sommerlichen Wetter, kann man ja wirklich sagen, gibt es bei uns heute Sonnencreme im großen Test. Was ist zu empfehlen? Wo muss man bei Kindern dringend aufpassen? Ergebnisse bei uns später mehr in dieser Sendung. Es brennt immer noch, und zwar hier in der Innenstadt von Limburg in Hessen. Ein Nachbar hat diese ersten Bilder gemacht. Ein großer Baumarkt hat da Feuer gefangen, und die Situation war zum Teil dramatisch für die Anwohner. Und wir haben noch mal Nachrichten. Jetzt heute gab es eine Entscheidung im Staufener Missbrauchsskandal. Eine Mutter und ihr Lebensgefährte sollen den 9-jährigen Jungen der Frau über Jahre im Internet angeboten haben gegen sexuellen Missbrauch. Das ist der Vorwurf. Ein ganz erschütternder Fall. Auch gegen die Mutter und den Lebensgefährten wird noch verhandelt. Das passiert dann im Sommer. Heute wurde einer der Peiniger des Jungen ins Gefängnis geschickt. Wie bei Helene ja auch hübsch aussah. Nein, es ging damals um Aufmerksamkeit für eine Krankheit. Und das hat weltweit dann etwas bewegt, viele Spenden generiert. Und möglicherweise schafft das auch eine neue Aktion. Auch hier geht es um eine gute Sache. Es geht um Aufmerksamkeit für ein krankes Kind. Das ist sie hier. Und dafür kann man doch eigentlich gern auch mal ein blödes Gesicht machen. Das ist nämlich die Idee. Es geht hier um Zitronen. Da soll man reinbeißen. Sie ahnen, was man für ein schönes Gesicht macht, wenn man in Zitrone beißt. Genau, schon mal probiert vielleicht. Und meine Redaktion hat es mir netterweise hier vorbereitet. Das heißt, ich darf jetzt, ne? Das habt ihr euch so gedacht insofern. Ich wage es. Hübsches Gesicht und ja, schön festhalten jetzt. So ungefähr. Na unbedingt, und wenn man dann so ein süßes Gesicht macht. Also mehr Infos zur ganzen Aktion auch gerne auf unserer Facebook-Seite. Schicken Sie uns doch vielleicht auch Ihr Zitronengesicht, wenn Sie Lust haben, diese Aktion zu unterstützen. So, und der Rest der Zitrone bei uns geht in den Drink für heute Abend bei dem schönen Wetter. Royal geht's jetzt aber erstmal weiter. Die Queen, die hat wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag einen treuen Begleiter verloren. Dazu jetzt mehr. Brisant Prominent. Ja, so ist das wohl. James Bond stirbt nie, aber königliche Hunde eben manchmal doch. Der letzte Corgi der Queen aus eigener Zucht ist tot. Filmstar war er, Titelstar auf der Vanity Fair und einiges mehr. Und wie sagte mal ein schlauer Kenner der Queen, erst kommen die Hunde, dann die Pferde und dann lange Zeit nichts. Und Europapremiere hat der Film hier in Deutschland, und zwar in Essen heute Abend. An den Filmhelden, da merkt man tatsächlich, wie die Zeit rennt. Auch an ihm, Matula wird jetzt auch schon 75, ja? Also Klaus-Theo Gärtner ist er natürlich eigentlich ein Fall für zwei, erinnern Sie bestimmt. Gefühlt ist dieser Mann tatsächlich schon in Lederjacke auf die Welt gekommen. Rente, hat er immer gesagt, ist ein Fremdwort für mich. Inzwischen schreibt der Mann auch noch Bücher, gemeinsam mit der Frau an seiner Seite. Die war mal sein Fan, heute ist sie seine Ehefrau. Gut, dann schmeißen wir jetzt noch eine Schippe Romantik obendrauf mit diesem Herrn hier. Ich bin 20 Jahre und 40 Kilo älter inzwischen geworden. Und das ist gut so, das sagt er über sich. Bastian Ragas ist das. Früher mal bei Caught in the Act. Ne? Was hatten viele Poster von denen an der Wand? Manche hatten mehr Poster als Wand. Ja? Wissen Sie noch, wie die geklungen haben? So, und bitte achten Sie mal auf die Haare. War das schön. Ja, bei den Damen im Publikum hat es auf jeden Fall funktioniert. So, wir trumpfen jetzt noch mal auf, und zwar mit den wirklich ganz großen Namen aus dem Film und Theater. Marlene Dietrich, Harald Junke, noch einen, Günther Fitzmann haben wir. Das waren alle Stars, die am Kurfürstendamm Theater gespielt haben. Und wenn die Wände dort reden könnten, also die hätten tatsächlich einige Geschichten zu erzählen. Das machen jetzt aber stellvertretend zwei bei uns, und zwar Winfried Glatzeder und Achim Wolf. Die spielen nämlich aktuell gerade dort und haben die traurige Aufgabe, die legendäre Kuhdammbühne zu verabschieden. Denn die machen tatsächlich jetzt dicht. Ja, Kussfotos sind doch immer gefragt. So, es gibt Männer, die lässt man nicht warten. Die kommen jetzt. Moritz Bleibtreu, Uwe Ochsenknecht, Jörg Pilawa, Quizduell folgt. Viel Spaß dabei. Wir freuen uns auf morgen. Tschüss.